Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 2 Tides of Darkness. Wir bauen uns gerade ein bisschen aus und machen uns bereit dafür, den Feind bald mal anzugreifen. Zuerst über den Wasserweg und dann später mit Transportschiffen werden wir uns seine Base schnappen. Auf Brücke. So, wir bauen schon mal das erste Transportschiff hier. Und dann werden wir auch nochmal ein zweites folgen lassen. Und dann setzen wir auch bald über. Also wir werden die Mission höchstwahrscheinlich in dieser Folge jetzt beenden. Right, Captain. Schon unterwegs. So, was haben wir hier? Hier haben wir schon mal eine Insel. Mal sehen, ob die vom Feind bewohnt wird. Aber auf jeden Fall einen Zerstörer. Was kann ich tun? Das ist aber auch nicht sonderlich viel entgegenzusetzen. So, und da nochmal einen Elfen. Segel setzen? Captain! Achso, das ist nur wirklich eine kleine Eisscholle hier. Da ist nichts drauf. Und da genauso wenig. Captain! Ja, unsere kleine Armada hier. Von Zerstörern. Was kann ich tun? Eure Insel ist wie weg. Milord, ja. So, da ist schon wieder ein Boot gesunken. Ein feindlicher Zerstörer. Die Fähre hier ist voll. Dann warten wir mal auf die zweite. Und sichern währenddessen dann das Gewässer hier, damit die auch sicher ankommen an ihrem Punkt. Wäre schade, wenn so eine Fähre dann mal versinkt. Mit den ganzen Truppen. Das muss ja nicht sein. Ihr Wünsch und Befehl. So, hier hätten wir notfalls noch eine zweite Goldmine. Wird uns aber, glaube ich, nicht betreffen. Schon unterwegs. Da ist noch ein Gegner. Ja, hier ein paar Robben. Auf dem eisigen Eis. Schon unterwegs. So, hier haben wir einen Turm, den können wir mal zerstören. Und da können wir eigentlich bald auch schon rübersetzen. Ich würde hier die letzten Forschungen nochmal anschmeißen. Rathaus können wir nicht verbessern. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erst kommen, in der nächsten Mission. Ja, ich glaube, mehr Zerstörer brauchen wir auch gar nicht bauen. Das wird hier schon ausreichen. Ressourcen sehen mittlerweile auch gut aus. Ja, Einheitenlimit haben wir fast erreicht. Skipper? So, kommen wir doch unseren Fähren mal ein bisschen entgegen. Dann können wir schon mal sicherstellen, dass sie auch heil ankommen, dort wo sie hin sollen. Hier ist wieder nur so ein Eisplateau mit Robben. Ja, diese Goldminen werden wir uns nachher noch wünschen in den späteren Missionen, die so prall gefüllt sind. Selbst wenn sie nur auf so einer kleinen Insel liegen. So Leute, hier haben wir Holz schon mal auf der Insel. Das heißt, hier könnte der Gegner sich auch versteckt halten. Schon unterwegs. Arbeit ausgeführt. Schon unterwegs. Ja, da ist er. Direkt mal beschießen. So, lassen wir die mal hier raus. Und die hier. Sie greifen uns an! Ja. Und dann gehen wir los. Da grasen die schon den Wald ab. Für die Allianz.
Ja, ich glaube, jetzt hat der Gegner uns nicht mehr viel entgegenzusetzen. Segel setzen! Sie greifen uns an! Mein Herrscher! Ja. Da können unsere Schiffe nochmal hin. Ui, drei Zerstörer. Ja, da leisten auch unsere Bogenschützen natürlich tolle Arbeit gerade. So, den Rest erledigen hier die Schiffe. Mal sehen, ob das ausreicht hier an Truppen. Sie greifen uns an! Tatsächlich, werden wir auch angegriffen. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, das macht aber nichts. Die können ruhig unsere Arbeit auch niederschmettern. Was soll ich tun? Das ist nicht sonderlich schlimm. Wir bilden mal kurz ein paar Einheiten aus. Na, wer hat zuerst gehauen? Wir. Okay. Was soll ich tun? Sie wünschen. Sie greifen uns an! Schön, dass sie erst auf den gehen. Dann kann der andere auch nochmal Schaden raushauen. Das ist natürlich super. Skipper? So, vielleicht hätten wir hier zuerst mit den Schiffen mal rumgehen sollen. Hätten wir auch schon einige der Truppen hier erledigen können. Was soll ich tun? Aber nicht so schlimm. Milord, wie Sie wünschen. Machen wir nochmal zwei Boote voll und dann hat sich das auch erledigt. Eure Hoheit? Eure Hoheit für die Allianz. Skipper, Captain! Hey, Captain! Eure Hoheit zu Befehl. Was soll ich tun? Ja. Nichts wie weg. Für die Allianz. Ja. Für die Allianz. Ihr Wunsch. Ja, Leute. Ihr Befehl? Ja, Milord. Ja. Ihr Befehl? So läuft das manchmal. Und auch wenn wir nur eine Kaserne haben, geht es natürlich nicht so schnell mit der Truppenausbildung. Aber den Gegner werden wir auch so vernichten. Was soll ich tun? Ihre Sorte? Sie greifen frei, Captain! Eure Eminenz? Frei, Captain! Frei, Captain! So, der baut wieder neu. Okay. Skipper! Oh, Captain! Was soll ich tun? Wollen wir vielleicht mal schauen, dass wir den Hafen zerstören? Sie wünschen. Ja, Skipper! Okay, da passt noch einer rein. Stets zu denen Sie wünschen. Dann können die schon mal übersetzen. Skipper! Hey, Captain! Oh, Captain! Schau und hier rauslassen einmal. Dauert doch länger als gedacht gerade die Mission. Was soll ich tun? Da waren wir doch ein bisschen übermütig. Hätte natürlich nicht sein müssen. Ja, wenn wir mit den Schiffen hier schon vorher rumgefahren, dann hätte das anders ausgesehen. Aber gut. Ja? Was soll ich tun? Milord? Ja. Sofort! So, dann zerstören wir mal die restlichen Truppen hier. Sie greifen uns an! Ja. Sofort, wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen, ja. Was soll ich tun? Sofort. Oh, die sind schon alle angeschlagen hier. Ihre Order? Sofort. So, da kommen noch welche raus. Also alle Mann hier auf die Kaserne. Beziehungsweise auf den Grunzer und dann auf die Kaserne. So, wir schießen nochmal welche nach. Milord? Ja, wie Sie wünschen. So, wie sieht's hier aus?
Hafen ist auch gleich platt. Was soll ich tun? Ja? Sofort! Ja! Ja? Ja, Milord! Ja! Oder? So. Ja, okay. Also, Milord, warum auch nicht? Hey, Captain! Was ja, der kann sich jetzt natürlich noch wehren, aber ich glaube nicht, dass das noch einen Unterschied macht. Ich glaube, 5 reichen auch, wenn wir die dann hier nochmal rauslassen. Warten wir nochmal auf den einen. So, und dann lassen wir da auch mal hier raus. Ja, auch wenn es so eine kleine Base war, aber die hatten viele Truppen hier. Hatte ich nicht so mit gerechnet. Deswegen müssen wir da jetzt nochmal ein bisschen nachsteuern. Aber dann haben wir das auch. Ja, die armen Peons hier. Können gar nichts mehr machen. Der Reihe ist dann auch gleich platt. Mal gucken, ob der vielleicht den da oben noch trifft. Ich glaube nicht. Oder ob die den hier treffen. Nö, das müssen dann unsere Leute hier erledigen. Okay. Ja, jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit. Hier oben war, glaube ich, nichts mehr. Ja, sehr schön, Leute. Und auch die abgezogenen Arbeiter hier von dem Waldstück holen uns gerade noch die restlichen Goldreserven hier raus. Ja, was heißt restlichen? 81.000 werden wir, glaube ich, nicht mehr sammeln. Das werden wir hier vorher beenden. So, dauert alles natürlich ein bisschen länger hier, wenn wir keine Ballisten haben und immer wieder Peons hier rauskommen. So, aber das Haupthaus ist gleich zerstört. Und dann können wir uns um die restlichen Höfe kümmern. So, jetzt kommen auch keine Peons da mehr raus. Sehr schön, Leute. Ja, was für ein Spieler seid ihr eher so? Seid ihr eher für die Orks oder seid ihr eher für die Menschen? Also generell gefragt, auch bei World of Warcraft zum Beispiel, spielt ihr da eher die Horde, eher die Allianz? Würde mich mal interessieren. Ich spiele eigentlich gerne die Horde, aber ich habe mich damals für die Allianz entschieden. Ich weiß es gar nicht warum. Hatte da auf jeden Fall angefangen und bin dann auch die größte Zeit dabei geblieben. Habe natürlich auch bei der Horde mal ab und zu gespielt und den einen oder anderen Charakter mal hochgelevelt. Aber generell war ich dann doch schon immer eher der Allianz-Spieler. Komisch. Ich kann mich noch daran erinnern, damals, wo ich die GameStar gelesen habe und wo es hieß, ja, World of Warcraft soll irgendwann rauskommen. Da wurden so alle Klassen vorgestellt und vor allen Dingen auch alle Rassen. Und da habe ich schon gesagt, oh, ich werde einen untoten Hexenmeister spielen, definitiv. Und ja, das ist am Ende aber dann doch nicht geworden. dann habe ich einen Mensch Paladin nämlich angefangen und ja, der hat mir schon so gut gefallen, dass ich dann später erst so einen untoten Hexenmeister mal ausprobiert habe. Und das war auf jeden Fall auch ganz nett. Ja, also so jede Klasse hat eigentlich seine Daseinsberechtigung. So, kommt das Siegzeichen? Es kommt. Sehr schön. So, Rang Infanterist. 9110 Punkte. Kasmodan, zweiter Akt.
die Horde von der Küste Lordaerons vertrieben worden ist, haben ihre Soldaten die Ortschaften Hillspread und South Shore bis auf die Grundmauern verwüstet. Nach ihren eindrucksvollen Siegen über die Horde entsendet das Hohe Kommando nun sie und ihre Truppen zum hauptsächlichen Kriegsschauplatz. Die Streitkräfte von Stromgard und Kul Tiras sind entlang der Nordgrenze von Kosmodan stationiert, um den Vormarsch der Orks ins südliche Lordaeron aufzuhalten. Ein orkischer Vorposten hat sich bei den Ruinen der antiken Zwergenstadt Dun Mordor eingenistet und wiederholt den Truppen der Allianz erbitterten Widerstand geleistet. Sie müssen die Burg auf der nahegelegenen Insel bei Tol Barad zurückerobern und dann den Vorposten attackieren. Ja, auch ähnliche Missionen wie bei den Orks. Erst ein Milord, ein kleines Stückchen einnehmen. Wird schon irgendwo fleißig gekämpft. Milord. So, wir setzen hier mal direkt rüber. Und ignorieren erstmal alles andere. Ja, warum auch nicht? Ihr wünscht, mein Herrscher, eure Eminenz, nichts wie weg, mein Herrscher. Okay, wir kommen wohl eher hier über diese Seite rein. Eure Eminenz zu Befehl, mein Herrscher, nichts wie weg, eure Eminenz für die Allianz, mein Herrscher, hier runter. Nichts wie weg, zu Befehl. Und dann nehmen wir das hier mal ein, die Stadt. Stets zu Diensten, mein Herrscher. Eure Eminenz. So, dann wollen wir mal. Eure Eminenz. Ah, okay, wir übernehmen hier quasi die Basis. Alles klar. Ja. Ihre Order. So, sie greifen uns an! Ich geh schon mal da rum. Schädel setzen! Ja, Milord, ja, Milord. Mein Herrscher? Ja. So, Leute, die letzten verbliebenen Orks hier nochmal, bitte. Nichts wie weg. Zu Befehl. So, damit haben wir das. Ja. Das soll das. Warum auch nicht? Wir beiden können ruhig mal sammeln gehen noch. Beziehungsweise wir brauchen einen, der hier ein Haus nochmal aufbaut. So, wir haben den ersten Flugapparat. Mit dem können wir dann natürlich uns schön einen Überblick verschaffen. Über die Map. Hier haben wir die erste Ölquelle. Da haben wir sogar schon ein Schiff für. Ja. Erledigt. Was soll so, wir brauchen aber natürlich noch mehr. Ja, Milord. Da muss es noch ein bisschen mehr geben. So, Holz ist nicht so rar gesät. Ist ein bisschen rar gesät. So. Da müssen wir uns nochmal vergrößern. Da haben wir nicht so viel auf unserer Insel. Hier unten wäre noch was. Das ist aber auch eher wenig. Soll sich natürlich auch lohnen. Oh. Mal direkt ausweichen. So, hier sieht das schon. Ja, ist auch nicht sonderlich viel. Müssen wir aber vielleicht rüber. Mal schauen. Hallo. So, du kannst auch mal einen vierten aufbauen. Ja, viele kleine Inseln mit etwas Holz drauf. Meistens nicht sonderlich viel. Zu Diensten. Was soll das? Warum auch nicht? So, wenn wir hier noch mit Angriffen zu tun haben, dann sollten wir vielleicht auch gleich schon mal eine Kaserne bauen. Das wäre nochmal wichtig. So. Der Hof ist gleich fertig. Zu Diensten. Du kannst vielleicht schon mal eine Kaserne bauen. Alles klar.
Sehr schön. Forschen können wir auch schon. Hallo. Und ein Hafen wäre auch cool. Ja, Milord. Ja gut, Leute. Folgenende schon wieder erreicht. Wir haben auf jeden Fall ein paar Truppen zur Verteidigung. Das sollte erstmal ausreichen. Ja, eine schöne Base werden wir uns hier aufbauen und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet, wenn wir hier weitermachen. Und ja, lasst mal gerne einen Kommentar oder Like da, würde ich mich auch sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin!